Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ich den Vlog bei euch hochlade. Ne? Ich fange nämlich jetzt an, wieder so ein bisschen zu vloggen. Wir beginnen heute. Heute ist Mittwoch. Neue Angebote bei Action sind da. Ich muss sowieso zum DM. Wir fahren da heute hin. Ich habe zwar nicht mehr so viel Akku. Ihr wisst ja, wir haben ein E-Auto. Und eigentlich sollte die Wallbox auch schon lange funktionieren, aber irgendwie, ja, der Elektriker war auch schon da, aber irgendwas, die hängt auch schon, ist eigentlich schon komplett angeschlossen, nur wir haben ja SMA, aber die Wallbox ist irgendwie falsch konfiguriert, nennt sich das so, und deswegen läuft die noch nicht. Und deswegen müssen wir mal fremdladen und es ist arschkalt und ich kann ja jetzt nicht mit dem Cityroller durch die Gegend mein Auto da abstellen und wenn ja der Johann arbeiten ist, kann ich es auch nicht laden und ich sag's euch, das ist so ein bisschen, wenn man nicht zu Hause laden kann, echt blöd und vor allem, wenn es kalt ist. Sonst bin ich aber mit dem Cityroller gefahren, aber das ist ein bisschen blöd. Aber egal. Wir fahren jetzt mit minimalem Akku durch die Gegend und hoffen, dass wir einfach nicht stehen bleiben, weil es frisst ja auch noch mehr Akku, wenn es kalt ist. Ja, wieso erzähle ich euch das? Weil das gerade mein Thema ist, was mich gerade in der Früh ein bisschen nervt. Ja, seit einer Woche schreiben wir schon. Es war da auch krank. Gut, gegen Krankheit kann man nichts. Aber ja. Dann schreibt man immer, dann sagt er meldet sich und dann kommt nichts. Ah, das ist so. Aber nun gut, ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Bei mir muss halt, ich bin halt auch, bin selber halt so, ich bin selber so, ich will 1000 Millionen Sachen erzählen. Diese Tüten will ich noch beim Rewe abgeben, die nehme ich jetzt auch noch mit. Ich bin halt selber so ein Mensch, der, wenn er was zu erledigen hat, das sofort und gleich erledigt, ne? Wisst ihr, kennt mich. Und kann das dann halt immer sehr schwierig nachvollziehen, wenn ein anderer das immer schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Ja, deswegen, es bin halt einfach ich und es gibt unterschiedliche Menschen und damit muss man klarkommen. So, wo ist jetzt das Ding? So, ich sprühe jetzt hier noch schnell hier. Ach, das habe ich da unten drin. Okay. Mach schnell meine. Nee, wo ist denn das? Doch da. Meine Ablagen hier noch schnell sauber. Weil, wenn die Lisa aus dem Haus geht, muss immer alles sauber sein. Ne? Und dann fahren wir mit niedrigem Akku durch die Gegend und hoffen, dass ich nicht stehen bleibe. So, bin angekommen beim Action und DM. Mit keiner Heizung, nichts gefahren. Das ist echt doof, wenn man keinen Akku hat. Also, das ist ja wirklich ein Nachteil, wenn man ein E-Auto hat. Ne? So ist man ganz schnell in der Tankstelle. Man könnte auch schnell laden an der Station. Dann ist, glaube ich, 17 Minuten, dann ist das Auto auch voll geladen. Aber es ist A, nicht so gesund fürs Auto und zweitens kostet es viel mehr. Und ihr wisst, ich bin ein Sparstrumpf, ein Sparfuchs. Das geht nicht über mein Herz, teuer zu laden, wenn es auch günstiger geht. Also, ja. Ich glaube, ich lade jetzt später und laufe dann einfach nach Hause. Es ist zwar eine Stunde Heimweg, aber ja, egal. Ich wollte eh mehr Sport machen. Laufe ich halt gemütlich nach Hause. Habe ich einen gemütlichen Spaziergang im Schnee. Ist doch ganz schön. Ja, genau. Mach Akku sparen. Hier fahre ich runter. Genau. Also, man könnte also nicht, dass jetzt jeder denkt: Oh Gott, ich hole mir nie ein E-Auto, weil er weiß nicht, wo laden. Man kann das schon. Aber das kostet mehr wie das Doppelte, wenn du jetzt schnell ladest zum Beispiel. Und laut der Werkstatt, also da, wo wir das Auto gekauft haben, nicht die Werkstatt, sondern Autohändler, sollte man das nicht so oft machen, weil es halt für den Akku nicht so gesund ist. Ne? Und das Auto ist ja noch neu und ja, deswegen wollen wir nichts Ungesundes für dich. Außerdem ist es viel zu teuer. Also da, dass das teurer ist, das ist der größere Aspekt. So, jetzt gehen wir shoppen. So, erstes To-Do ist jetzt mal die Säckchen loswerden. Da stellt man sie ab. So, jetzt gehen wir in den Action. So, das sind die aktuellen Wochenangebote. Voll cool. Voll viele Lichterketten. Brauche ich da was? Das ist auch sowas? Hot Wheels? Das Wichtelding, das habe ich auch gekauft. Jetzt ist es im Wochenangebot. Das wollte ich mitnehmen. Fand ich voll schön. Ist da unterschiedliche, oder? Nee, das schaut noch anders aus. Fand ich voll schön. Das nehme ich auf jeden Fall mit für 4,78 €. Oh, eine Kuscheldecke. Oh, die sieht ja auch kuschelig aus, oder? Mega. Das ist auch süß, hä? 99 Cent. Gibt's auch noch in Schwarz. Ach, süß aus. Weihnachtskarten. Das habe ich mir auch gedacht, ob ich das mitnehmen soll. Aber ich wüsste jetzt nicht irgendwie richtig, was da mal reinfüllen könnte, aber auch cool. 2,99 € und das da, glaube ich, nehme ich mit. Ich liebe doch Raclette so. Und dann könnte ich mir immer selber 2 Pfännchen und dann könnte ich das immer am Abendtisch einfach mitessen. Oder? Ist doch voll geil. Das nehme ich mit, ist mir egal. 8,88 €, gönne ich mir. Gönne ich mir. Ah, das ist aber auch cool. Das ist so ein aus Metall sogar. Da haben wir auch voll. Ich glaube, das nehme ich auch mit.
öfters mal schon irgendwas drauflegen, ne? Tomate, Mozzarella oder sowas zum Beispiel. Ach, süße Autos. Verlängerungskabel, Heißluftstift, das habe ich auch gesehen. Nur gewundert, was das ist. Interessant. Das würde der Bella gefallen. Also die normalen Stifte hat sie zwar schon, aber mit diesem ganzen Ding, das wäre voll was wie auch coole Geschenkidee, glaube ich. Wenn man jemanden kennt, wo gerne malt. Da gibt es eine Spielzeugkasse. Das ist ja cool. Das ist auch cool. 7,95 nur. Mega, oder? Oh, Make-up-Koffer. Der sieht ja auch. Geht der auf? Ach, geht nicht. Boah. Boah, und das soll ein Kind schaffen? Naja, lieber nicht. Okay. Schmuck gibt es hier sogar. Das Herz sieht echt schön aus. 2,99. Das sieht echt schön aus. Ich mag sowas ja voll gern. Ein Vileda Eiskratzer. Schminkpalette. Fingernägel. Das ist doch blöd, oder? Die fallen doch gleich ab. Ist doch dann echt nur für einmal. Habe ich es lieber so. Einmal gemacht und 4 Wochen Ruhe. Noch solche Glitzer-Glitzer-Sachen. Okay, also das sind so die Wochenangebote. Aber ich könnte mal neue Spannbettlaken mitnehmen, wenn die eh gerade im Angebot sind. Aber gut, 10 Euro, das bräuchte ich. Meine gehen noch. Ich sehe gerade, das wäre auch noch was Cooles für einen Adventskalender. Gibt es verschiedene Disney-Sachen. Meine Finger. Das ist das Gleiche. Aber ich habe ihn ja schon fertig. Aber so vielleicht für euch. Lipbalm 2,49. Die schmecken auch so gut. Wenn ich die kaufe, dann sind die wieder in mir weg. Genau. Die schmecken nicht so gut, finde ich. Die mag ich nicht, aber die sind. Oh, jetzt habe ich sie mitgenommen. Was ist das? Ach so, okay, so ein kleiner Pack. Das ist ja ganz praktisch für die Brotzeitdose, ne? So ein kleiner. Ah, das nehme ich den mal mit den Mädels. Dann kann ich das mal den einpacken. Schöne Brille. 1,69, nicht günstig, aber sind ja meine Kinder. Das könnte ich denen zum Nikolaus noch schenken. Oh, das ist ja riesig. Die arme Luana wünscht sich das in klein eigentlich. Das ist schon Schokolade. Früher war das so Kaubonbon, das war richtig gut. Aber es ist ein bisschen groß. Oh, das Bild. Oh, das Bild ist schön. Was kostet es? Bilder haben 10 Euro, oder? Oh, das ist echt schön. Hätte ich einen Platz dafür. Das habe ich schon mal gekauft. Sowas ähnliches. Und wollte eigentlich, ich weiß gar nicht mal, wo es liegt jetzt zu Hause, da lauter Fotos reinmachen für die Amelie, weil die so gerne Fotos anschaut. Aber ich habe es nicht geschafft, Fotos auszudrucken. Läuft. Fotoklebestreifen. 41 Cent. Gut. Oh, das Spiegel ist auch schön. Meine Schuhe. Schick, oder? Sieht auch schön aus. Gibt es auch noch ein Gold. Richtig schön. Da gibt es voll viele Spiegel. Spielzeit, oder? Ja, man dekoriert innen gerade richtig viel. Die Uhr habe ich, glaube ich, letztes Mal euch schon gezeigt. Die fand ich auch so schön. Das ist auch süß fürs Kinderzimmer. Für die Aufbewahrung, schaut mal. Voll süß, oder? Oh, 4,99. Da gibt es auch einen Hund. Ach so, schaut mal. Der ist ja fast noch süßer. Oh, soll ich den mitnehmen? Ach, der ist süß. Schaut mal, wenn der dann aufgebaut ist. Soll ich den gönnen mir? 4,99. Und ich frage, ob ich mir den gönnen soll. Für das Kinderzimmer perfekt, oder? Oder den nehme ich mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird heute teuer. Ich habe eigentlich nichts gebraucht. Aber hier gibt es halt auch immer so schöne Sachen. Schaut mal. Mein Korb ist jetzt schon schwer. Ich will nach Hause laufen, klar. Muss ich im Auto stehen lassen, kann ich meine Sachen erst später anschauen. Ach, das ist ja cool, ein Schmuckkästchen. Sowas bräuchte die Bella. Aber so aus Holz weiß ich nicht. Aber die hat mit den ganzen Ohrringen und das Ganze. Soll ich das auch mitnehmen? Oh je. Hier gibt es lauter so
Schmuck, Schatullen, Schmucksachen, ja perfekt, halt jetzt zum Verschenken. Gell? Sowas bräuchte die Bella eher, da könnt ihr die Ohrringe auch dran machen. Die hat so viele Ohrringe und Zeug. Sieht auch süß an, ne? So ein Schmuckständer. Aber ich glaube, Gold ist dann cooler, oder? Sowas bräuchte die echt. Muss ich ihr vielleicht mal mitnehmen. Oh, das ist süß, schaut mal. So ein Bällchen fürs Kinderzimmer gibt es auch mit Hündchen. Könnte man Kuscheltiere gut reinstopfen. Und dann hat man einen Tisch. Das ist cool. Kostet 4,99 €. Leute, ich brauche einen Wagen. Ich brauche einen Lastwagen. Ich habe mir jetzt tatsächlich so ein Ding geholt. Ja, das ist jetzt echt schon schwer. Schaut mal, da gibt es so richtig schöne Schneekugeln auch. 1,38 €. Zum Panda oder mit einem Einhorn. Das ist ja voll süß mit dem Einhorn. Cool, oder? 1,38 €. Boah, das glaube ich, will ich mitnehmen. Das ist das Letzte. Das ist süß, oder? So Schneekugeln sind doch immer toll. So, so süße Spardosen. Seht ihr das? Mega. Tolle Geschenke, die würdet ihr hier finden. Ich dachte mir gerade, für den Adventskranz könnte ich mir die Kerzen hier holen. Ich dachte, boah, die sind schön. Jetzt gibt es da nur noch eine einzige davon. Bin ich ein bisschen zu spät, aber die wäre doch schön für den Adventskranz, oder? Jetzt gibt es nur noch eine. Blöd. Gibt es noch mehr, aber die sind nicht so schön. Die wären vielleicht noch was. Die sind auch nicht so schön. Die Farbe gefällt mir nicht so. Oder dann vielleicht schwarz, aber das sieht auch so kruftig aus, ne? Ja, und braun-rot. Die schönen sind wahrscheinlich hier ausverkauft. Naja, gut, das war braun-rot. Schaut auch nicht so schön aus. Ach, die rosane hätte ich gern. Die Lisa mal wieder zu spät. Toll. Da sieht man dann gleich, was er normal kostet. Jetzt ist er gerade eine Woche Angebot für 8,88 €, sonst 9,99 €. Das geht auch noch. Hier gibt es noch mehr Raclettes, wenn ihr größere braucht. Aber das lohnt sich ja nicht für mich allein. Die anderen essen nicht so gern, aber ich liebe Raclette. Und wenn man zum Beispiel einen Single-Haushalt hat, reicht das ja auch voll und ganz. Gibt es sogar Besteck. 6,49 €. Ist das gut oder ist das so ein dünnes? Teller und so eine Servierplatte. Oh, das ist so eine Schieferplatte. Boah, das ist ja fast noch schöner. Wenn du da Pizza oder so anrichtest, nur 3,99 €. Das ist schon cool, ne? Wenn du Besuch da hast, zwei Stück auf dem Tisch. Sieht voll edel dann aus. Wir können dir genauso gut auch eine Fliese nehmen. Das haben wir früher so gemacht. Aber so ist natürlich viel schöner. Ich bin dir gerade echt ein bisschen, weil 3,99 € ist nicht so viel, oder? Das ist auch cool. So ein Ding zum Frühstück herrechnen oder sowas. Ne? Auch voll cool. 4,95 €. Ach, wie cool. Schaut mal, die gibt es sogar auch noch in klein, also in quadratisch, 2,38 €. Oder dann in ganz klein, 99 €. Die haben da auch so einen Polster. Ne, das ist das Karton. Aber das ist schon gebrochen, oder? Was ist das? Die würde ich jetzt halt nicht nehmen. Für ganz kleine Sachen. Oder fürs Besteck dann drauflegen, ne? Wie so ein Halter. Keine Ahnung. Das ist auch ein sehr schönes Brett. Auch zum Verschenken finde ich sowas cool, ne? Also ich würde mich über sowas immer freuen. Boah, es ist riesig. Schaut mal. Servierbrett, Bambo. Hier gibt es noch ganz viel Besteck. Auch in Gold. Da auch. Ja, das ist halt jetzt genau die Zeit, ne? Vor Weihnachten, wo es dann sowas vermehrt gibt. Weil das ist jetzt auch nicht alles. Töpfe zum Beispiel auch. Süß, ne? Das ist auch süß. Schaut mal, das sind so Mini-Auflaufformen. Entweder rund oder quadratisch, wenn man Besuch einlädt, ne? Süß. Gibt's ganz viele. Auch eine coole Idee. Ich bräuchte eine neue Kissenhülle. Weil eine ist kaputt von uns, aber dann müsste ich alle drei austauschen. Oh, das ist aber auch schön. Was ist das? Das ist ein Teppich, oder? Ich liebe ja dieses Eier. Dieses Muster. Oh, aber ich brauche eine Kissenhülle. Aber im Beige. Da gibt es eine. Das ist nur eins, gell? Das schaut auch schön aus. Liebe ich ja. Gerippt, ne? Wisst ihr Bescheid? Mal gucken, ob ich da noch. Das sieht schlecht aus. Oh, zum Verschenken. Schaut mal, mega süß. Becher und Schale. Das ist ein Teddybär. Sieht man gar nicht richtig. Gibt es noch unterschiedliche Löwe? Gibt es auch noch ganz cool Tiger?
Also gerade wenn du so ein kleines Geschenk suchst, ne? Sehr süß. Und Nussschalen, Servierschalen sind auch cool, oder? Süß. Okay, ich könnte mich heute dumm und dämlich kaufen. Oh, da muss ich sofort an meine Steffi denken. Die liebt Leo und seitdem mag ich irgendwie auch Leo. Da muss ich gleich mal schnell posten. Sieht auch voll cool aus, oder? So kleine Mini-Vorratsgläser. 49 Cent. Aber was füllt man da rein? Aber du kannst ja auch Bastelsachen, stimmt. Die habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, ja, die Apothekergläser, die sind auch mega. Oh, ich überlege mit der Decke. Die ist so schön. Ich habe eine Story gemacht. Die ist schon schön, aber ich habe auch viele Decken schon. Hier gibt es auch nochmal Kerzen, die so ein bisschen glitzern, aber ich glaube, die sind zu klein für den Adventskranz, oder? Das ist dann gleich abgebrannt. Ich habe jetzt graue große genommen, bei mir die Farbe. Wenn die ein bisschen größer, besser gefallen. Dann leider schade Marmelade, wieder zu spät dieses Jahr. Nach so einem Weihnachtssocken habe ich auch noch geschaut. Der ist süß, ne? Und das ist so ein ganzer Sack. Ist eigentlich auch eine coole Idee. Was man merkt, dass man jetzt für Weihnachtsdeko und Sachen so langsam zu spät ist. Also wirklich, es gibt schon ganz vieles. Ach, das ist das Schaut, das was im Wochenangebot ist. Gibt es ganz vieles nicht mehr. Ja, also das, was ich jetzt gern hätte, gibt es irgendwie nicht mehr. Das sind ja auch mit den Lampen. Es gibt nämlich nur noch einen Weihnachtsstrumpf. Und bei drei Kindern brauchst du mit einem nichts anfangen. Jetzt gucken wir, ob ich vom letzten Jahr noch was habe. Zu spät, Lisa. Da gibt es aber jetzt schon Weihnachtstischdecken und so. Aber wir feiern ja nicht bei uns, also brauche ich das nicht. Also denk dran, nächstes Jahr schneller sein. Ich weiß immer noch nicht. Das wäre doch was für meinen Mann. Oder? Sag mal ehrlich, das ist süß. Könnte er doch am Weihnachten anziehen, oder? Die Elfi. Gott, soll ich das mitnehmen? Was kostet der Spaß? Kinderpullover? Nix kostet's. Kids, Tits. Süß für die Babys. Das ist da die Elfi im Baby. Das Letzte gibt es sogar. Keine Ahnung, was das kostet, aber ich finde es irgendwie mega cool. Aber ich weiß nicht, was anzieht. Die Elfi. Komm, der macht bestimmt einen Spaß mit. Oder? Die Elfi. Müssten wir alle so ein bisschen grün. Dann würden wir alle zusammenpassen. Was ist das? Baby. 62. Ich suche mal. Vielleicht noch so eine Matte. Die Kinder kommen immer an der Terrassentür rein. Und dann ist immer alles blitzschnass. Wäre so eine Matte ganz cool. Oder so eine Abtropflage. Nee, das sieht doof aus. Staubsauger-Deo. Also wer noch ein Staubsauger-Deo braucht. Staubsauger-Deo, ihr wisst, gell? Damit ihr den Schimmelgeruch überstinkt. Ihr wisst, ich mache Hühler. Deswegen kann ich sowas nicht mehr nachvollziehen, wer sowas kauft. Hier findest du auch jede Sachen. Jede Sachen? Jetzt kann Lisa nicht mehr reden. Hast du das? Krimskrams für den Adventskalender, wollte ich sagen. Oh, das ist auch cool. Das habe ich mal zum Weihnachten hergeschenkt. Ich weiß gar nicht mehr wen. Ich überlege immer noch mit der Decke. Ja. Schwierig, schwierig. Oh, oh, das gibt's hier. Eine Magnettafel mal. Dingsbums. Ja gut, jetzt haben sie immer dieses wie Tablets auf die heutige Zeit. Ja. Bingo. Das wollte ich auch schon immer mal kaufen. Jetzt gibt es es wieder. Immer zur Weihnachtszeit. Eigentlich ist das cool, oder? Soll ich es mitnehmen? Macht doch keinen Unterschied, was ich heute alles mitnehme. Fall sowieso um vom Preis. Bingo, Bingo. Ist doch cool, Bingo, oder? Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber ich glaube, es ist cool. Yes, Lisa. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwie so ein leeren Rätsel finde, aber das ist mit Schreibschrift, das ist doof. Die haben gerade nur Druckbuchstaben. Und das, naja, ist auch nicht. Manchmal haben die richtig gute so Lernspiele. Jetzt glaube ich gerade jetzt nicht so. Was ist das? Lernende Alphabet. Das ist ja auch cool, ne? Und Action ist immer schon weiter, deswegen sollte man jetzt, wenn man Konfektflasche, das ist ja cool. Wenn man Silvesterdeko braucht, jetzt schon kaufen, ich glaube, wir sind eh zu Hause. Ich glaube, wir haben jetzt noch nichts vor. Jetzt noch Spielzeugabteilung, Bingo habe ich mit. Dafür habe ich die Decke zurück. Aber ich glaube, Bingo ist echt lustig, kann man mit den Kindern zusammenspielen. Und das sieht auch süß aus, seht ihr das? Das ist so ein Familienhaus, auch gar nicht teuer. Wäre auch eine coole Geschenkidee. Allgemein gibt es hier auch ganz viel Spielzeug, ne? Dieser Spielautomat zum Beispiel, lieben meine Kinder, die haben den zu Hause.
So kann man echt für kleines Geld ganz viele tolle Sachen kaufen. Ne. Oh, das ist auch schön. Ich kann schon nichts mehr tragen. Für Plätzchen? Oder? Voll cool. Wir müssen jetzt auch backen anfangen. Süß. Ich bin noch in DM schnell reingeflitzt. Das war ja eigentlich so der Hauptgrund. Und schaut mal, Handschuhmasken. Wie geil. Aber ganz schön. Ja. Was hat das mit dir hier? Was eingeteilt? Mach ich gleich mal Ordnung, ne? Hier vorziehen, die Köpfe sind. Leute von heute. Aber interessant, oder? Ja, so wie für die Füße gibt es sowas ja auch. Ich meine, meine Hände hätten das schon mal nötig. Hier ist auch alles ganz weihnachtlich aufgebaut. Ganz viele Geschenktüten mitten im Flur hier. Solche Bobbel sind ja auch cool. Ist immer so schön, gell, wenn das dann auch so eingepackt ist. Ach, schaut mal, hier gibt es Strümpfe. Aber bestimmt kostet da ein Strumpf. Das ist ja süß, hä? Ein halbes Vermögen. Ah ja, okay, es geht noch. Beim Action wäre es 1,79 gewesen. Was kosten die hier? 2,95 genauso. Dann gibt es auch noch so ein Beutel. Ach, süß. Aber wisst ihr, ne? 1,20 Euro mehr, das Schnäppchenherz blutet. Ist auch schön. Oh, das ist immer so schön. Ich bin jetzt noch schnell in Lidl reingehuscht, weil ich aufnehmen musste. Oh, die sehen lecker aus, ne? Gebäckteller allerlei. Ach, bei Lidl ist das immer so doof hier. Eins, zwei, noch. Was ist mit meinem Fokus? Warte mal. Oh mein Gott, ich muss meine Kamera putzen. Heute noch zum regulären Preis. Ab Freitag ist dann der erste. Schauen wir mal, dann ist es meistens immer um die Hälfte sogar. Einige sind schon sogar 77% Adventskalender mit Weihnachtsdeko. Hä? Weihnachtsdeko? Adventskalender mit Weihnachtsdeko, den gibt es schon gar nicht mehr. Der wäre ja schon auf 6,89 reduziert. Ja, aber so viele gibt es gar nicht mehr, ne? Die ist ja gut ausverkauft. Das ist ja standen da noch ewig viele. Ich weiß, warum das so unfokussiert war, weil ich im Kinomodus war. Das ist ja auch süß. So eine Pepper Carrera-Bahn. Was kostet die? Keine Ahnung. Blöd. Aber eigentlich habe ich echt, wir haben eigentlich alles durch. So ist auch mal cool für den Adventskalender. Gäste, Pokémon, Schlüssel, wenn man drauf steht, also die Kinder. Boah, den hatten wir, glaube ich, zweimal, dreimal. Mussten wir immer zurückgeben, weil das immer kaputt war. Das ist voll die Katastrophe. Erst dachten wir Montagsprodukt. Ah, hier auch Bettlaken. Oh, schon mal günstiger wie beim Action. Das ist das große, gell? 7,99. Aber die Farben sind so ein bisschen. Ja, gut, blau geht eigentlich immer, gell? Oh, kuschelig. Kuschelig, Vlies, 1,40. Aber da gibt es keine große. Oh, das wäre cool. Aber leider keine große. Aber ich habe ja auch zwei kleine. Oder habe ich eine große? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh Gott. Das bräuchten wir auch mal neu. Und das sieht so furchtbar schon aus. 39,99. Was sind das? Ultraschall Aroma Diffuser. Okay. 19,99. Klobürste. Ah, die aus Silikone. Jetzt gibt es sie überall. Wollte nur kurz zum Gehen. War jetzt gefühlt überall. Jetzt bin ich beim Wollwurz. Ist auch cool, also ganz klein. Aber eigentlich habe ich ja schon sowas. Ne? Ich habe nur die Kerzen draufstellen muss und dann fertig. Aber Wollwurz hat auch voll schöne Weihnachtsdeko. Mich würde ja mal interessieren. Hier gibt es sogar so einen Viererpack. Die gefallen mir zwar überhaupt nicht, aber was kosten die? Oh Gott, sind die schwer. Ah, da. 10 Euro. Okay. Ach, die sind auch noch in rosa. Und sogar 1, 2, 3, 4. 5 Euro. Die sind ja viel kleiner. Ich glaube, so viel mehr habe ich gar nicht gezahlt für meine. Hier gibt es auch Strümpfe. Ach, das ist süß. Der ist echt schön. 2,50 Euro, oder? Ja. Aber voilà. Hier. 2,50 Euro. Der ist süß. Hat aber weniger mit Nikolaus zu tun. Was ist das? Ja. Ich mache hier alles durcheinander. Oh. Oh, ich runtergeschmissen. So. Oh, naja. Aber der ist süß, gell? So stabil ist der nimmer. Schön. Das ist auch schön. Wir haben
haben eigentlich welche sogar genäht, personalisiert, mit Namen und allem. Oh, das ist sehr schön. 3,50 Euro sind immer teurer. Umso schöner, umso teurer, ne? Wisst ihr Bescheid, aber das ist echt schön, gell? Hier gibt es ganz viele Kerzen. 3 Euro, gell, für eine Kerze. Puh. Also die nicht duftet, die nichts kann. Ne? Ich meine, ich habe ja auch aber und mehr Kerzen, da kostet eine deutlich mehr wie 3 Euro, aber ist ja einfach nur für den Adventskranz. Sie duftet ja nicht mal. Oh, die sind aber auch cool. Das ist ja süß. Schau mal, ich hasse Weihnachten. Der Grinch. Süß, und auch mal viele Tassen. Cool. So, mir ist aber das hier irgendwie alles zu voll und zu viel los und ganz viele Weihnachtskugeln. Oh, schön. Aber jetzt, weißt du das, mein Mann will noch nicht dekorieren. Oh, die sind schön. Und dann weiß ich eben auch noch nicht, was ich brauche, weil ich weiß ja nicht, was ich habe. Der will mir einfach die Weihnachtssachen nicht hochholen. Blöde ist, hier kann ich nicht so lange filmen am Stück, weil die hier Musik laufen lassen haben. Und dann spürt mir das YouTube immer. So, meine Ausbeute von heute. Jetzt muss ich aber erstmal, wir haben es nämlich schon 13.08 Uhr, Kinder kommen jetzt gleich von der Schule. Erstmal, heute gibt es frische Semmeln mit Bratwurst, ne? Habe ich das gekauft hier irgendwo. Ja, meine Ausbeute zeige ich, vom Action habe ich so viele coole Sachen mitgenommen. Ich glaube, zeige ich euch separat, oder? Ich weiß nicht, sonst wird es hier zu voll. Ich habe doch so viel euch da auch schon beim, was kann ich, was ich will, welche Semmel ich will, beim Action mitgenommen. Ich glaube, so lang, wenn der Vlog eine halbe Stunde geht, dann denkt ihr euch, oh Leute, wir locker schon eine halbe Stunde gehen, wenn ich euch jetzt auch die Sachen zeige, was ich gekauft habe. Ich rede ja immer so viel, vielleicht zeige ich es euch später noch. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall mache ich jetzt, halt, ich weiß gar nicht welche, Bratwurstsemmel. Mein Mann wollte weiße, große, die Kinder mögen am liebsten die und ich dachte mir, ich will die oder die. Ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden und dann habe ich alles mitgenommen. Dann habe ich mir gedacht, ich könnte ja mal meinen Grill nehmen. Für was habe ich den Grill? Also, hier jetzt die Kinder haben alle ausgesucht, was sie wollten. Hier sind noch die Wiener drin, schaut auch viel besser aus, ne? Im Grill. Und da unsere Frikadellen und sowas essen wir jetzt gleich. Mit Senf, Ketchup. Leider haben wir keine Mayonnaise, wir müssen Mayonnaise wieder kaufen. Also die Kids waren auch voll begeistert von meiner Idee, gell? Können wir öfters machen, oder? Wie schmeckt's? Oh. Gut, gell? Mein Kunstwerk. Oh, was passiert? Lecker. Wetten, ihr habt jetzt auch Lust auf eine Wurstsemmel oder Frikadellensemmel? So einfach und so schnell gemacht. Und meistens isst man es nur auf der Kirmes oder auf dem Weihnachtsmarkt oder. Jetzt habe ich euch das alles abgefüllt, was ich so gekauft habe. Jetzt sieht es hier aus wie Sau. Jetzt räume ich das erstmal schnell auf und dann stecke ich das, fahre ich das Auto zum Laden. Dann holt mich mein Mann nämlich ab, der kommt mich dann von der Arbeit. Und dann wird die Kiste auch wieder geladen. So, jetzt haben wir es. Ihr seht die Uhr. Ihr seht sie nicht, weil es spiegelverkehrt ist. 17.10 Uhr. Haben gebastelt, gemalt. Habe ich gar nicht mitgenommen. Gehe meistens, aber wenn ich mit den Kindern bin, mache ich immer, lege ich das Handy immer ganz, ganz weit weg, weil sobald das Handy in meiner Nähe liegt, mache ich irgendwas, weil das mein Arbeitshandy ist. Ne? Oder meine Arbeit besteht aus Handy sein. Und deswegen habe ich es ganz weit weggelegt, aber vergessen mitzufloggen, gell? Ich Idiot. Oh Mann, egal ihr Lieben. Ich beende jetzt den Vlog, schneide ihn gleich für euch und ich hoffe, ihr hattet Spaß, Unterhaltung. Über einen Daumen hoch würde ich mich riesig freuen, über kostenloses Abo natürlich auch. Und wenn es gut bei euch ankommt, dann gibt es das im Dezember jeden Tag. Vlogmas. Ciao ihr Lieben.